Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde meiner Mario Kart 8 Erkundungstour oder wie auch immer man es nennen möchte. Ich gehe ein bisschen die Cups durch, habe ja schon den Pilz Cup gefahren, bereits mit meinem Bruder den Flower Cup gefahren und ein neuer Charakter, wer ist es diesmal? Morten Cooper. Sehr gut. Und deswegen werde ich dieses Mal den Star Cup fahren. Und zwar mit der Kirmes-Droschke, oder? Kann die was? Muss ein bisschen gucken, dass meine Beschleunigung nicht ganz so schlecht ausfällt. Ich bin ja jetzt ein fetter Charakter. Fahre ich mit den kleinen Reifen. Genau. Der Star Cup mit dem Sonnenflughafen, Delfin Lagune, Discodrom und Vario Abfahrt. Ein bisschen zum Kennenlernen der neuen Strecken. Die bisher, was ich so sagen kann, auf jeden Fall bei mir auf große Zustimmung stoßen. Die sind ganz kreativ umgesetzt. Es gibt viele verschiedene Dinge, die es in vorherigen Teilen eben noch nicht gab. Durch das an der Wand fahren, sonstiges, viel unter Wasser, viel Fliegen, einfach viele Wechsel des Settings. Okay, mein Kart sieht auf jeden Fall total bescheuert aus, weil es sich vorne die ganze Zeit bewegt. Mal gucken, wie ich jetzt mit einem Fettsack, nämlich mit Morten Cooper, hier zurechtkomme. Es wäre ganz cool, wenn die vorne, die beiden Pferdchen an meinem Kart dran, die Gegner weghacken würden. Aber das wird wohl nicht der Fall sein, schätze ich. Und direkt einen roten Panzer ins Gesicht. Herzlichen Dank. Na, da fährt man am besten oben rum, würde ich sagen. Mach nicht so einen Scheiß wie ich hier gerade. Gucken, ob ich durch die Piranha jetzt ein bisschen Boost kassieren kann. Sieht aber schon schick aus. Kann man nicht anders sagen. Also die ganzen Inseln da hinten waren jetzt nicht so der Hammer vom Ausmodellierten her. Aber sieht alles nicht schlecht aus. Oh, jetzt hier ein Flugzeug, mir fast ins Gesicht fliegt. Ach komm ey, jetzt habe ich wieder einen roten ins Gesicht bekommen. Und oh, Pilz. Okay, den Pilz habe ich nicht getroffen, aber... Schön mit dem Bumerang immerhin. Und jetzt deinen Pilz genommen, danke Peach. Aber ich brauche Items. Ich bin zu weit hinten gerade. Die Banane ist dann nicht unbedingt das, was ich brauche. Die fahren hier alle mit den Pilzen rum. Oh, ich komme kaum in die Kurven. Immerhin tot getroffen. Och, komm ey, was war das denn? Erst blitzen, dann knall ich in meinen grünen Panzer rein, der... Deswegen da vor mir das rumliegt. Aber die sind auch alle jetzt nur knapp vor mir. Die Dinger hier schön mitnehmen. Für Boost. Oh, das Flugzeug war aber sehr knapp hier über den Köpfen. Ich denke aber nicht, dass man es treffen kann. Und hier, dann nehme ich doch den Pilz mit. Sehr gut. Und direkt noch einen Pilz. Um ein bisschen Abstand zu schaffen. Münzen für die Schnelligkeit. Sieht das doch ganz gut aus. Aber da kommt der rote Panzer und der macht mir dann auch schon wieder alles kaputt. Ich bin jetzt nicht oben rumgekommen. Hab nicht mal den Boost mitnehmen können. Egal. Trotzdem auf 1. Und volle Münzen jetzt. Die Münzen braucht man erstens, um einfach schneller zu werden. 10 Münzen, dann hat man, glaube ich, eine höhere Grundgeschwindigkeit. Und zweitens braucht man die aber auch, um... Ach nein! Nein, nicht in der Luft! Nicht in der Luft! Oh! So gerade gerettet, dadurch, dass ich den Pilz noch in der Luft genommen habe. So gerade gerettet. Ich glaube, sonst wäre es schlimmer geworden. Und das Ding als Erster nach Hause gefahren. Die Münzen werden auch irgendwie zusammengenommen und ich bekomme dann dadurch neue Fahrzeugteile. Glaube ich. Und das ist natürlich immer mein Ziel. Eigentlich finde ich diesen Sonnenflughafen aber sehr cool gelungen, muss ich sagen. Also die Flugzeuge, die immer so ganz kurz über den Kopf herfliegen, das Gesamtfeeling, hinten schön die Inseln. Da würde ich mir echt einen Super Mario Sunshine 2 wünschen irgendwie. Ich bin ja ein großer Fan von Super Mario Sunshine. So, jetzt eine Unterwasserstrecke. Ich weiß nicht, ob man hier die ganze Zeit unter Wasser bleibt, aber der Beginn ist das auf jeden Fall schon mal. Deswegen schön den Propeller an der Maschine dran. Der dann aber verschwindet, wenn man aus dem Wasser rauskommt. Ach, die grünen Panzer, die man hier rumschießt. Ach komm, roter, na klar.
Die sind eine Plage. Manchmal auch für einen selbst. Okay, hier Röhren. Kann ich ein bisschen Geschwindigkeit mitnehmen? Kann ich auch diesen Trick machen in der Luft hier? Ich kann eigentlich die ganze Zeit den Trick hier machen. Sieht bescheuert aus. Und den roten Panzer. Abgewehrt von Peach. Und hier die Lichteffekte, sehr schön. Jetzt kann ich mal hier ein bisschen rumballern, oder? Oh, das war nicht gut. Zu weit nach außen gekommen. Platz 3 nach Runde 1. Muss ich mich noch steigern. Und hier die Delfine. Und die Piranha soll jetzt erstmal... Oh, die macht mich zu schnell gerade. Aber haut auch ein paar Leute weg. Das ist das, was ich will, natürlich. Ich möchte die Leute weghauen. Hier rauf. Ich weiß nicht, wo die 1 ist. Doch, da vorne. Hier, wenn man hier rauskommt aus dem Wasser, sieht einfach ganz großartig aus, grafisch. Das Wasser hier ist hingegen nicht grafisch das Allerschönste. Nicht zu weit innen gefahren. Oh, oh, der Blaue trifft mich nicht. Der Kugel will ja auch nicht. Alles gut. Gar nicht, ob das viel bringt, wenn man hier durch die Ringe durchfährt, aber wenn es was gibt, wodurch man fahren kann, dann mache ich das ja immer gerne. Hier fliegt man einfach über alles drüber. Verliert nicht so viel Geschwindigkeit dabei, hoffentlich. Schön von dem Aal runter. Ach komm. Ich hoffe, der Blitz macht keinen zu großen Scheiß. Ja, ich kann auch mal wieder groß werden langsam, danke. Hier, die Kurve muss ich doch mal ordentlich kriegen. Schon wieder habe ich die Scheiße genommen. Ich hoffe, jetzt kommt keiner von hinten angeschissen. Nee. Zweiter Sieg. Zweites Rennen, zweiter Sieg. So muss das sein. Iggy hinter mir gelassen. Sehr gut. Läuft bisher. Auch eine ganz coole Strecke eigentlich. Viele neue Ideen durch die Röhren. Auch diesen komischen Aal, auf dem man da rumfährt. Gefällt mir alles ganz gut. Der Discodrome. Den habe ich, glaube ich, schon mal in einem Online-Video habe ich den schon mal gefahren. Die Strecke kenne ich also. Den Anfang hier raff ich nicht so ganz. Eigentlich auf diesen Treppenstufen dachte ich, man könnte da gut drauf rumhüpfen in irgendeiner Form. Ach, guck mal hier. Wenn man hier, hier zieht man so eine komische Spur hinter sich her. Voll musikalisch und so. Die Hupe. Genau, damit kann man Items, die auf einen abgefeuert werden, abwehren durch so eine Schockwelle oder auch... Vermutlich auch Gegner, die in der direkten Nähe und im direkten Umkreis sind, kann man damit auch weghauen. Ich werfe mal die Bombe. Hat gebracht's, oder? Aber diese Hupe bringt's eigentlich nur, wenn man sich verteidigen will und nicht, wenn man damit angreifen will. Deswegen musste ich die so schnell wie möglich loswerden. Hier kann man, glaube ich, auch... Nee, kann man nicht. Ich dachte, hier könnte man an der Wand langfahren, aber nee. Schön für die Geschwindigkeit alles mitnehmen. Oh, da hat er mich angehauen. Fahre ich den mal hinterher. Nee, Iggy, nicht nach hinten schießen. Genau, schön nach vorne schießen. Oh, der ist sogar getroffen. Und ich profitiere davon, sehr gut. Ich bin mir unsicher, ob einer der beiden Wege, da gibt es ja den grünen Weg und den roten Weg, wo sich das so aufteilt, ob einer von denen schneller ist. Weiß ich nicht. Oh, ein roter Panzer. Nicht in der Luft. Nein! Fuck. Da verliere ich doch ordentlich Zeit, dachte ich, aber keiner überholt mich. Ist auch schon mal gut. Worüber man noch reden kann, ist die dynamische Musik. Das heißt, in der letzten Runde wird, wenn man mal drauf achtet, die Musik eine andere. Sie wird nämlich schneller.
Und das sind immer, wenn ich das mal richtig mitbekommen habe, ich bin jetzt kein Musikexperte, relativ harte Anforderungen, die Nintendo da an die Musiker stellt, diese dynamische Musik zu erstellen, dass es dann immer noch funktioniert. Tonal. Ja, ich begebe mich in Fachgebiete, von denen ich keine Ahnung habe. Okay, gewinne ich das Ding? Ja, locker. Riesenvorsprung. Ich habe, glaube ich, noch Baby Luigi getroffen mit einem Panzer, den ich zurückgeschossen habe. Und bisher ist das die volle Punkteausbeute. Morten fährt sich auch ganz gut. Er fährt sich irgendwie nicht so ganz wie die anderen Fettsäcke. Sondern hat durchaus ein gutes Handling. Den kann ich bisher empfehlen. Gucken, was die letzte Strecke jetzt ist. Wario Abfahrt. Okay. Erinnert mich ein bisschen an DK Schikane von der Wii. Eine sehr schöne Strecke. Ich denke aber, es soll hier so ein bisschen an so eine Ski-Abfahrt oder Skilanglauf, wie nennt man das alles? Ski-Alpin, diese ganze Zeug erinnern. Dadurch, dass man... Oh! Scheiße. Oben auf dem Berg startet und dann eben runterfährt. Weiß nicht, inwiefern sinnvoll ist, hier die langen Wege zu nutzen. Weil, nein, ich glaube, es ist nicht besonders sinnvoll. Man bekommt zwar sehr viel Geschwindigkeit dadurch, aber das Handling wird auch schwerer. Hier könnte man vielleicht mit einem Pilz hätte man runterspringen können. Okay, das ist jetzt Runde 2. Das heißt, auch ganz interessant, gibt's also wieder. Das ist eine Scheiße. Oh Gott, wo geht's denn hier lang? Wäre ich hier geflogen, wäre das sicherlich besser gewesen. Das ist eine Strecke, die sind keine 3 Runden in dem Sinne, sondern 3 Abschnitte. Und wenn die 3 Abschnitte durch sind, dann ist das Rennen vorbei. Wie Wuhu Bergland oder Wuhu Tour beispielsweise auf dem 3DS mit Mario Kart 7. Da gab es das auch so. Und das scheint hier genauso zu funktionieren. Wir erleben eine komplette, ja, Eislandschaft hier. Auch durchaus, das hier ist jetzt weniger einer Sportart nachempfunden. Zumindest kenne ich keine, wo man so nah neben irgendwelchen Bäumen vorbeifährt, die auf der Strecke stehen. Genau, und jetzt ist das hier der dritte Abschnitt. Der, ja, durch die Fahnen hier relativ eindeutig eben dem Ski-Alpin, heißt es, glaube ich, nachempfunden ist. Ich halte mich jetzt auch mal daran und fahre immer in der Mitte lang. Hier kann man schön hüpfen, bisschen Boost generieren. Ich habe auch wieder meine 10 Münzen. Ah, okay. Und jetzt der große Jump zum Schluss. Und da hinten sehe ich doch auch schon das Ziel. Lande ich mal lieber. Und das ist die klassische Einfahrt bei den ganzen Skisachen. Wenn man mal Olympia guckt, dann sieht man das alles so. Und ich habe das Rennen auch gewonnen und das waren 4 Siege. Da kann ich zufrieden sein, muss ich sagen. Mal gucken, welches Ergebnis ich jetzt kriege, wie viele Sterne ich kriege, was für eine Bewertung. Ich möchte jetzt schon 3 Sterne eigentlich dafür haben. Da kann man sicherlich das ein oder andere besser machen, aber im 150er 4 Rennen zu gewinnen, war schon nicht so schlecht, würde ich sagen. Hier noch ein paar Highlights. Erste Rennen war noch der Sonnen-Airport. Da habe ich schon mit dem Bumerang zugeschlagen, das war gut. Ah, schön mit der Banane getroffen. Hier sehe ich nochmal meine besten Moves, best Manöver. Oh, Morten hat aber auch nicht gerade die Weisheit mit Löffeln gefressen. Die ganze Zeit den Mund sehr, sehr weit auf. Aber okay, so sind die Cooperlinge, die sind nicht unbedingt die schlausten. Alle 4 Rennen gewonnen. Und das macht 60 Punkte und 3 Sterne. Sehr gut. 400 Münzen gesammelt, ein neues Fahrzeugteil. Ich möchte nicht ins Miiverse posten. Aber das war eine gute Runde. Das war der Stern oder Star Cup, wie man es früher sagte. Als ich noch jung war auf dem N64 und auf dem Super Nintendo. Mir hat Spaß gemacht. Ich fand die 4 Strecken eigentlich ganz cool. Finde ich einen coolen Cup. Vielleicht sogar den besten bisher, was ich so sagen kann. Zumindest von den neuen. Ich habe den letzten aber noch nicht gefahren. Und genau das ist das Stichwort. Das werde ich nämlich in einem weiteren Video tun. Da werde ich den letzten Cup von den neuen fahren.
Da kenne ich, glaube ich, noch keine Strecke von. Bowser's Castle und so habe ich noch nicht gesehen. Und das muss ich natürlich endlich sehen. Die Rainbow Road, die neue, gibt es bestimmt auch. Habe ich auch noch nicht gesehen. Also schaltet beim nächsten Video, wenn ihr Bock habt, wieder ein und lernt die letzten vier neuen Strecken kennen. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis bald.